Wir machen das nächste Match. One Solution live auf Twitch. Der Community Live-Abend mit den Hauptsponsoren und Mäzenen auf Patreon. Im dritten Match heute Abend, Anfang Juli 2022, mit dabei der Chat-Moderator und eben, haben wir schon mitbekommen bei einem früheren Match, Worms-Experte. Wie das nennt ihr, der sich irgendwie ja durch die Reihen seiner Feinde durchschlägt und bombardiert, als ob er im Real Life Fallschirmjäger wäre. Bist du das, David? Nein, eigentlich nicht. Hallo Leute. Doch nicht, wer hätte das gedacht. Mit dabei ist Andreas, Loren Gaffier, erstmals auch mit dabei. Jetzt beim dritten Match, bitte ein bisschen länger, deshalb, weil du das erstmal zu hören bist. Jetzt heute Abend, magst du dich mal vorstellen, Andreas? Ja, ich bin der Andreas, 58 Lenze alt, bei Daniel als Patreon seit 2019. Und meistens nimmt man wahrscheinlich von mir Notiz, wenn ich so ein paar grafische Schmankerl Daniel zur Verfügung stelle. Zum Beispiel den W-Avatar im Terrakotta- oder lachsfarbenen Streamerhemd. Das ist dieser Comic-Avatar. Ein Werk von Loren Gaffier. Und da unterschätzen, glaube ich, die meisten Leute, Andreas, wie viel Zeit und wie viel Aufwand sowas mit sich bringt, ne? Ja gut, letztendlich ist es Software unterstützt und dann habe ich halt ein bisschen Feintuning betrieben. Ne? Also es ist nicht 100% von mir. Immerhin. Und mit dabei ist außerdem als Dritter im Bunde Sam. Hi, Grüße an Manuel. Liebe Grüße. War eben auch schon mit dabei und hat sich auch sehr, sehr wacker geschlagen. Also drei Gegner, gegen die ich es schwer habe. Alle klicken auf grün, ich jetzt auch. Wir haben Zufallskarten ausgestellt, Zugzeit 60 Sekunden, 20 Minuten dauert eine Runde. Eben hatten wir 30 eingestellt, das ist die Zeit, ab der das Wasser steigt, falls die Leute noch da sind. Wir suchen uns mal eine Karte aus. Ich finde persönlich die Karten, die oben offen sind, eigentlich spannender als die, die geschlossen sind. Ja. Weil die, die oben sind, die haben sonst einfach leichter. Und dann sind die anderen so ein bisschen auf die darauf angewiesen, dass die fair sind und das nicht total ausnutzen. Ne? Strand hat man noch nicht, oder? Strand ist, glaube ich, neu. Kann das sein? Bei uns heute. Sollen wir nochmal die zwei Inseln machen? Die fand ich eigentlich sehr cool. Weil bei der einen Insel, dann teilt sich das immer in zwei Hälften. Aber die finde ich sehr vielfältig. Rest bleibt, wie es ist. Sollen wir so starten? Alles klar? Die sieht fast genauso aus wie die davor. Ja, das ist relativ ähnlich. Es kann allerdings auch ein Vorschaubild sein. Ich weiß gar nicht. Das könnte auch das sein, aber ich... So, ich klicke einfach nochmal drauf und guck mal, ob dann was anderes entsteht. Ja, das ist ja sehr verrückt hier. Das können wir machen. Das sieht hochspannend und dramatisch aus. Die nehmen wir. Go! Viel Vergnügen an alle. Zuschauer, Zuschauerinnen und Teilnehmer. Let's fight. Ein Handy ist sogar eingebaut. Möwen. Passend zum sommerlichen Wetter im Augenblick. Das ist fast wie Sommerurlaub, oder? Aber abgesehen davon, dass im Urlaub vielleicht nicht die Überschrift ersteht, Massenvernichtungswaffen gesichtet. Es beginnt ganz gut. Was hast du wieder für einen Namen ausgesucht? Tom Wormskiller, Heintier Bum Bum, Eder an der Angel. Hast du zu viel am Eierlikör getrunken, gesoffen? Unfassbar. Ich mag kein Eierlikör. Oh, Eierlikör stehe ich. Laut nachdenken, bitte. Oh Gott. Oh je. Oh, Entschuldigung. Oh je. Hat sogar getroffen. Entschuldigung, hat auf den Chat rausgeworfen. Hör mal, das war der coolste Move des gesamten Abends bislang. Ein 100er Wurm, so super elegant in einen Bogen. Das war mit Abstand wirklich, das war der coolste Move des Abends. Manu Rupinho ist im Chat vertreten. Erwartet nicht zu viel. Manu Rupinho ist uns im Chat vertreten gerade, nachdem du den Wurm benannt hast. Und schreibt gerade, ich zitiere, Frechheit. Tut mir leid, Manuel. Oh. Apropos Manuel. Okay. Was hast du vor? Ja, ich wollte den da oben mal aus seinem Versteck rausholen. Das ist doch kein Versteck. Guck mal. Fällt auf die Mine. Wenn du Pech hast, stirbst du jetzt mit. Pony. Wie kann man auf ein unschuldiges, kleines, süßes Pony? Harte Landung.
Du hast einen Pony umgebracht, einen Pferdewelpen. Aber Goldiger Mond hat gesagt, es soll auf dich gehen. Ja, aber doch keine kleinen, süßen, aber doch keine Pony-Schlechte. Pony-Schlechter sei ab jetzt dein neuer Spitzname. Also, liebe Leute im Chat, seid ihr der Meinung, Sam ist ein Pony-Schlechter? Dann schreibt's bitte in den Chat rein, ja? Na, so, Sam kann es ruhig gewesen sein. Das damit bin ich einverstanden. Sam. Ich bin unschuldig, fast nicht. So viele Gegner nehmen. Aber David, das hast du nicht nötig, dich zu verstecken. Nee, das war auch Goldiger Mond. Wir haben es ein Team gemacht. Ja. Das ist die Frage, wie kann ich alle drei auf einmal erwischen? Vermutlich gar nicht. Vielleicht mit ganz viel Glück. Das würden wir wieder grüßen, wahnsinnig. Also, Daniel, ich könnte dich etwas mehr schonen, wenn du mich jetzt auch schonst. Ach komm, du mich schon. Du schonst mich nie und nimmer. Ich dich? Was habe ich für einen Ruf? Nein! Das darf doch nicht. Also, das war gut. Also, Daniel, das tut mir echt leid, aber jetzt stehst du auf meiner Abschlussliste. Das tut mir echt leid. Oh Gott, du hast nur zwei Würmer, bist und einer steht gleich neben mir. Aber das war doch echt cool. Sam ist dran. So, vom Nichts zu eine Rhetorkunst. Das ist eine Mine. Oh, was hast du vor? Da muss ich aufpassen. Dann muss ich mal schauen, dass ich hier den Pierre mal eine verpasse. Dir ist schon klar, dass ich gerade schwer getroffen wurde. Schon bereits. Ja, aber. Ja, was? Ja. Nee, das ist doch. Da hinten hat nix und. Weg hier, ich will. Und moin, Bulli. Ich hier meinen Platz. Na gut, okay. Nein! Nein, guck mal da oben, ein fliegendes Einhorn. Versuch es dir zu schnappen. Schieß mit der Lenkrakete drauf. Jetzt peppst du dich noch ein bisschen mit Lebenspunkten. Gegen wen geht's jetzt? Ich habe hier so einen gelb-roten Mix, den ich so ein bisschen sprengen möchte. Oh, oh. Lenkrakete, nein. Was ist denn das für eine Waffe? Ist das Lenkrakete, ja, ne? Schießt er den nur? Oh nein, nein! Noch. Nein! Nein! Ja. Gott, was ist das? Oh, da stehe ich echt, ne? Oh, nicht im Ernst jetzt. Ich lass mein Geschenk da und hau ab. Sei mein Rächer. Nein. Sehr gut gerettet. Ja. Nein! Aber dürfte, glaube ich, nicht reichen. Klein Bulli und Schu-Chu. Wie kann man auf Loma mit so süßen kleinen Namen feuern? Ich glaube. Welpenschlechter sind hier unterwegs. Also Sam hat doch keinen einzigen Lebenspunkt verloren, ne? Wurmwechsel ist Teletausch, ne? Nee, das ist Wurmauswahl. Ist Wurmauswahl Wurmwechsel oder Teletausch? Der rechte von den beiden. Wurmauswahl, ne? Der rechte Wurmauswahl. Genau, mal draufklicken und dann. Bei Teletausch tauschen die beiden Würmer die Platz. Mal aktivieren mit Space und dann Tab. Ich glaube, es hat geklappt. Kann ich mich jetzt bewegen? Ja, da bin ich. Und jetzt soll es nochmal versuchen. Ich glaube, du hast was gegen mich. Nein, ich stehe da nur direkt neben dir. Also ich muss ja irgendwas machen. Du hast ihn bewusst ausgesucht. Ja. Ich glaube, deine erste Runde wird ziemlich kurz. Aber ich werde jemanden mitnehmen. Ein Wurm bleibt übrig bei Andreas. Andreas, auch wenn es nicht den Anschein hat, ich habe dich echt lieb. Ich sehe deine Hände nicht, ich weiß nicht, was du mit deinen Fingern machst. Ich weiß, es sieht nicht danach aus, aber es ist mir. Das sieht absolut nicht danach aus. Nee, im Ernst, ich habe vorher Zettelchen vorbereitet mit anderen Mitspielern, habe vorher gemischt. Ja.
Und da, ich habe einen Namen gezogen, der auf einen Lebenspunkt übrig. Oh ne, doch 12. Sam liegt Tomo vorne. Darf ich euch allen, wie das eine Dia, so. Andreas und WB, darf ich euch eine Allianz vorschlagen? Zu dritt gegen Sam? Darfst du gerne machen, aber ich werde nicht drauf eingehen. du bist ja jetzt nicht etwa von Tumba Rachsucht und Gefühlen getrieben. Aber setz den Verstand ein. Mit den Gefühlen lasse ich mich jetzt leiten. Das ist ein Strategiekanal. Denk strategisch. Untergehen. Sam muss leiden. Oh nein, nein. Weg da. Das ist so eine billige kleine Retourkutsche. Das war viel zu einfach. Das war unter deinem Niveau. Schande über dich. Ach, damit kann ich leben. Ja, dieses Spiel fördert die niedersten Instinkte, muss ich gestehen. Aber das habe ich gerade auch gesehen. Die sind stark, diese Gefühle. Was habe ich denn so als Waffen? Was machst du bei mir? Hier steht der Griff da nicht so blöd. Laut nachdenken, ja, ich blöd. Ja, ich stehe ein bisschen blöd, ja, sehe ich auch. Ja? Nee, ich stehe blöd. Ja, so, man kann da vier Würmer, alle bei vollen Lebenspunkten. Müssen nee, nicht einfach machen. Jetzt stehen immer so lange eine Runde aussetzen, bis wir wieder auf Gleichstand sind. Fair Play, was hältst du davon? Fair Play. Fair Play Gedanke bitte. Was ist denn das da? Ei. Aber man, das war lieb. Das ist Fairplay. Applaus im Chat für den angewandten Fairplay-Gedanken, bitte. Hör mal, wir ziehen alle unseren Hut vor dir. Wirklich Respekt. Blümchen im Chat, bitte. Fairplay-Gedanke wird hochgeschrieben. Blümchen für Sam, bitte. Also Daniel, du siehst das falsch. David schlägt immer den nahesten Gegner. Ja, das ist mein Prinzip. Immer der am nächsten ist. So. Ja. Da unten ist kein Gegner. Sind die Flugsachen schon freigeschaltet? Keine Ahnung. Es sieht so aus. Tja, was machen wir denn jetzt? Ich bin so ungeschickt, der Lenkrakete. Ich versuch's mal. Aber ich fürchte, es wird schief gehen, weil ich bin echt eine Pflaume bei sowas. Aber ich werde es mal ausprobieren. Oh. Das ist zu weit weg. Das wird nicht gehen. Das ist zu weit. Aber lass ihn seine Munition vergeuden, ist kein Problem. Oh, hat mich getroffen. Wow. Ja, war gut. Ah, es hätte mehr sein können, aber es war immerhin etwas. Okay, und der Biff ist direkt dran. Dann macht der Biff doch eigentlich einfach das, was WB machen wollte, vollendet jetzt einfach der Biff. Der klaut nach. Keine Lenkrakete. Mhm. Welche Waffe ist das? Clusterbombe, ne? Das ist jetzt Clusterbombe, ja, genau. Wir haben ein bisschen Gegenwind, wenn es mich viel Gegenwind kommt. Stimmt, der Wind kommt von links. Profi. Oh ne, das war. Das war doch zu weit. Gut, dass du noch getroffen bist. Glück gehabt. Ich hab gerade geschwitzt. Sam liegt immer noch deutlich vorne. Wie das in dir? Zweiter Platz. So. Wen wollen wir denn jetzt mal beehren? Andreas ist dran. Der Mann ohne Verstand und mit einem heiß pochenden Herzen. Die Emotionen einschaltet, Leute umbringt, wie sich vorher noch jetzt völlig feige und nur an Verstand und Vernunft denkend noch ein Erste-Hilfe-Packen, die er sorgt, also echt Schande. Ja, jetzt bringst du dich doch in Sicherheit. Einen retten. Ja. Du warst eben noch so heißblütig und jetzt so feiger. Ich bin zutiefst entsetzt. Ab und zu gewinnt der Verstand. Pierre bringt sich unten in Sicherheit. Da oben überlebe ich nicht, habe ich das Gefühl. Wie das seid ihr? Da wieder, so eine wieder eine Position, wo ich keine Baseballschläger verwenden kann, also da hast du wieder ein Geschenk. Oh, und eine Mitstange. Das brutalste und roheste, was es gibt. Kannst du dich in Sicherheit bringen? Nein? Na, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein. Ja. Aber
Goldiger Mond hat 2 Würmer besiegt. Das ist doch. Ja, so gut kann man es auch sagen. Hast den Namen gut gewählt. Ja, Daniel ist immer noch alleine da unten. Boah, was mache ich denn da bloß? Jetpack? Aber langsam. Ja, aber wohin? Ich bin nicht Luftwaffen kommen, oder? Ah, ich habe etwas. Ich habe etwas entdeckt. Oh, die Bunkerbombe? Will er telefonieren, nein, nein, der BB? Er hat den ich versuche mal das hier. Nee, Boogie ist anders. Ach, das ist ein Bunkerbombe. Mist. Ich hatte gehofft, ich hätte ein Loch sprengen können, wo der dann runterfällt, aber das hat nicht geklappt. Ich wollte so knapp neben ihn zielen, dass er dann vielleicht runterplumpst vom... Aber es hat null funktioniert, leider. Sam ist dran. Dass du damit unzufrieden warst, WB. Oh, da ist eine Mine. Das ist ja blöd. Ja, du liegst vorne. Sam liegt vorne, Sam. Knapp, Manuel. Knapp. Immer noch. So. Clusterbombe. Und ich diesmal mit mehr Erfolg. Ah, es fällt ja immer wieder rein. Muss ich mir was Neues einfallen lassen. Das ist zu viel Zufall. Was habe ich denn hier noch Schönes? Erstmal sichern. Waffen sammeln gehen mit Andreas Lorengafia. Ja? Bisschen unsportlich hier, also echt. Nicht. Egal. Du hast ja auch die Mütze über den Augen. Du kannst gar nichts sehen. Massenvernichtung aus der Luft. Oh, die Mine ist weggeflogen. Oh ja, hat sich gelohnt. Und letzter. So schnell geht's. Einmal wieder Snedir. Holt sich ein bisschen neue Muckis. Oh, 2 gelbe oben. Sehr gute Position hier. In der Lage nicht, weil wir haben ja die Luftwaffen. Bei Luftwaffen ist man oben immer am schlechtesten. Ja. Oh, das war's wohl für Biff. Oh oh, das war's. Ach, du lagst so lange vorne. Jetzt leider nicht mehr. Gut gekämpft. Aber einen habe ich noch. Einen hast du immer noch? Ach, der liegt in Schule. Ja, ich habe noch einen. Ich nehme alles zurück. Die Leiche lebt noch. Ich nehme alles zurück. Du wurdest schon noch abgeschrieben. Peinlich, peinlich, peinlich. Ich wollte nur höflich sein. Es kam so gemein rüber jetzt. Ja, also der Einzige, den ich jetzt, also wie das in dir ist jetzt natürlich eindeutig der Erzfeind. Ich habe leider nichts Gescheites, was ich einsetzen kann gegen dich. Ich habe ein Déjà-vu. Ja, stimmt. Ich habe leider keine Waffe, die gerade... Doch, ich habe eine Waffe, die... Oh, ich habe noch eine Waffe, die hilft, sehe ich gerade. Nee, die hilft mir nicht. Ich versuche es nochmal hiermit. Also ich wollte ja das Jetpack nehmen und dann... Na gut. Ah, das hilft auch nicht. Ich muss aber irgendwas machen. Ich versuch's mal hiermit. Was gezahlt? Nein, diesmal wollte ich. Nein. Gut, dass du dich nicht selbst getroffen hast. Ich hatte nicht gehofft, ich warte. Ne? Ich könnte hätte hier irgendwie ins Loch mitreißen können. So, der Marty ist dran. Last one. Der zu früh totgesagte Sam. Manuel ist dran. Oh, was setzt du ein? So, jetzt will ich aber sicher gehen, dass ich auch treffe. Warum gehst du denn nicht näher ran, Sam? Ja. Um einen gewissen Abstand wahren. Nur noch einmal Corona, ne? Das ist irgendwie sportlicher. Aus der Entfernung zu sehen, wie das aus dem Fernstecher den Erfolg zu beobachten. Diese blöde Rakete. 2 Pünktchen immerhin. Was mache ich jetzt?
seid alle so weit weg von mir. So, einmal Lorenga 4. Ich glaube, ich werde mal meine sichere Position aufgeben. Oh lala, wo geht's hin? Ganz nach oben? Wir schwimmen gehen. Und, hepp, einmal rauf, Richtung Marty, Richtung Sam, du wirst doch nicht den letzten Wurm rauskicken hier. Du musst wieder, also ich will dich ja nicht aufhetzen, aber wie das in dir sollte unser aller Ziel sein. Der arme Sam, der hat nur noch einen Wurm. Komm jetzt, er ist jetzt halt in meiner erreichbaren... Nee. Autsch, autsch. Komm, einer bleibt stehen. Na? Zwei oh, bleiben sogar hey. Stehen. Das ist... Ach, das ist sparsam. Wie das denn hier liegt, satt vorne. Zwei fette, dicke Würmer ganz oben. Hatten nicht die meisten ihrer Kanalpunkte auf dich gewettet auch? Ja. Oh, oh, was machst du da? Oh, oh. Nein. Ich dachte mir, ich komme nicht besuchen. Weg da. Ich dachte, ich komme dich besuchen. David, du legst dich mit dem 100er an, du weißt das, ne? Ja, ich weiß. Er hat den längeren Atem. Aber ich finde es langweilig, zu sitzen. Ich nehme noch eine. Noch ein Jetpack? Nein. Jetzt kommt der Baseballschläger. Oh, bitte nicht. Nein, bitte. Goldiger Mond hat gesagt, ich soll Bibi ins Wasser schubsen. Bist du da? Nein! Mama, weg! Schande! Ich verdamme dich! Ich verfluche dich! Oh. Dein Leben als ein Mord wird nicht so, da waren es nur noch drei. Wenn ich mal aus dem Keller rausgelassen werde. Bibi hat ja eh keiner geklaut. Grüße an den Chat auf Twitch. Gerade ist eine Stelle als Community-Moderator frei geworden. Wie das denn die ist zurückgetreten? Bitte Bewerbung einreichen. So schnell kann es gehen. So. Erster Auftrag des neuen Chat-Moderators: Goldiger Mond bannen und aus dem Chat werfen, wie das denn die aufgewiegelt hat, ja? Ein Luftangriff auf Pierre W.B. Dude. Oh, das war ordentlich. Ja, hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Tja. Gebe ich jetzt meinen Rachegelüsten nach oder nicht? Ich fühle mich ignoriert. Ach, ja. Also soll dich angreifen, ich verstehe. Moment. Haben wir noch einen? Wir haben noch einen Jetpack. Man sieht doch endlich mal die Mütze von den Augen weg. Du weißt doch gar nicht, wo in der Schaf laufen soll. War das gerade ein Selbstmord? Wahrscheinlich. Ich fürchte auch. Ja, nein. Oh nein. Wow, und er überlebt. Nix hat einen Lebenspunkt. Ein Lebenspunkt ja. Und ein hat zwei. Hat Nix hat einen Lebenspunkt. Ich habe euch den Triumph nicht gegönnt. Ach shit, da ist auch noch einer. Ja, wir machen es spannend. Ich mach mal das, was ich gerne macht. Eine Bunkerbombe auf einen mit zwei Lebenspunkten. Also echt. Das ist wirklich sehr effizient und sehr unsportlich. Schande. Echt. Gratulation. Hat Nix hat einen Lebenspunkt. Klarer Sieger, man kann es nicht anders sagen. Startzielsieger, wie das sind die? Er hat uns alle eingewickelt und nass gemacht. Applaus für unseren David. Hey. Ja, alle anderen auf den weiteren Plätzen. Sam, Andreas, WB, Mund abwischen, aufstehen, weitermachen. Wie das sind die? Er sitzt auf dem Thron und darf sich zurecht ein bisschen feiern lassen.